Schaffhausen im Untergrund. In unserer Frühlingsserie nehmen wir Sie mit in den Untergrund der Region Schaffhausen und zeigen Ihnen Orte, wo man im Alltag nicht ankommt. Nebst Höhlen, alten historischen Bauten und Bunkern wird im Untergrund auch Musik gemacht. Unter dem Namen Erdloch zum Beispiel gibt es Schaffhausens Künstlerforum, wo unter der Erde Musik und Kunst gemacht wird. Tamara Schori hat sich für uns in den musikalischen Untergrund begeben. Untergebracht ist das Tonstudio beim Güterbahnhof, gerade unterhalb des Polizeigebäudes. Hallo, willkommen im Erdloch. Wir sind hier am Güterbahnhof und gehen jetzt hier in die Schutzräume aber vom SBB-Gebäude. I think about to be with you. I'd like to see you smile. Spending time with you is like feeling the sunrise. Only you, oh, let me live. Let me be, let me reach my dreams. I just show you my feelings. You're holding the real things, keeping the love. Lea Weckerlin ist eine der Künstlerinnen im Erdloch. Das Erdloch ist im Luftschutzkeller, wo seit 2003 als Tonstudio für regionale Musiker und Atelier für Künstler genutzt wird. Die Lea verbringt trotz dem Studium zu Luzern hier unter der Erde immer noch viel kreative Zeit. Ich bin eher so im gestalterischen Bereich tätig. Also ich zeichne viel, ich fotografiere viel. Ich habe früher noch Homepages programmiert und gestaltet. Ich fütterle, ich filme. Also eigentlich alles, was so ein bisschen ansteht, wo halt die Jungs, sie machen halt eher Musik und ich versuche sie mit den gestalterischen Sachen so ein bisschen zu unterstützen. Nebst der Kunst ist im Erdloch aber vor allem Musik ein grosser Bestandteil. Only you, oh, let me live, let me be, let me reach my dreams. I just show you my feelings, you're holding the real things, keeping the love. Der Baschkim Nimanay ist Produzent und seit etwa 5 Jahren fester Bestandteil von der Erdloch-Crew. Hauptsächlich nehmen wir Musik aufnehmen, wird aber auch geübt. Das heisst, es wird etwa die da unten einfach mal Schlagzeug gespielt oder Gitarre gespielt, Gitarre geübt. Und dann sicher auch grafische Sachen von der Kuni. Aber es beschränkt sich im Moment sicher hauptsächlich auf das Entstehen von Alben, also Musik, die wir aufnehmen. Ja. Mittlerweile ist das Erdloch ein offenes Forum für ganz verschiedene Leute aus verschiedenen Sparten. Schon allein die Musikrichtungen sind vielseitig. Neben Rap und Hip-Hop wird im Erdloch heute auch Tech-House, Soul und Rock aufgenommen. Wir waren ursprünglich mal eine harte Hip-Hop-Crew und dort haben wir eigentlich so wirklich so, unsere festen Mitglieder gehabt. Aber jetzt ist so offen eigentlich alles. Also es ist wirklich so ein offenes Atelier für ganz viele verschiedene Leute aus allen Musikrichtungen. Und eben, es ist... Jetzt sind es etwa 10 Leute und einfach wechselnde Leute, die halt regelmäßig oder unregelmäßig vorbeikommen und da ihr Zeug aufnehmen. Und wenn da so richtig Musik gemacht wird, dann kann es im Erdloch unten laut werden. Wir können Musik in der Lautstärke machen, die wir wollen. Und es stört niemanden, der ansässig ist an diesem Ort. Weil, wie gesagt, es ist ein Schutzraum, dicke Wände. Und das ist für uns wichtig, dass wir flexibel sind, gerade weil wir so viele Leute sind oder weil halt immer mehr Leute dazukommen. Wir können eigentlich praktisch zu jeder Zeit hierher kommen und das macht das einen riesen Vorteil. Und da können wahrscheinlich die wenigsten behaupten, die so einen Raum haben. Im Moment wird im Erdloch gerade an einem Grossprojekt geschaffen. Am 19. Mai ist Auftritt in der Kammgarn angesagt. Grosssicher dieses Jahr wird der Erdloch-Auftritt am Greiskonzert zusammen mit Stereosofa als Vorband. Das ist wahrscheinlich der grösste Auftritt überhaupt, Erdloch. Und Releases wie vom Herr Meer werden folgen. Das erste Release vom Herr Meer, richtig Tech House. Moschferatu-Album wird dieses Jahr eine Pflicht sein. Unbedingt. Und wir haben noch Jay Hu mit Mind Connected wird auch dieses Jahr Mixtape wird es also wahrscheinlich viel, werden. Viel. Homepage auschecken. Man kann also auch in Zukunft noch viel von den kreativen Künstlern, die hier unter der Erde die verschiedensten Werke erschaffen, erwarten.